Hey ho und willkommen zurück zu The Long Dark. Und wir haben immer noch schwierige Angelegenheit vor uns. Oh, es stürmt sehr. Okay, mir fällt noch was ein. Wenn wir bei toter Holz definitiv einen Zwischenstopp machen müssen, um uns aufzuwärmen, oh, ich könnte auch eine Fackel mitnehmen. Das ist eine fantastische Idee. Dann sollte ich natürlich, was ich gerade verbraten habe, vielleicht ein bisschen Holz mitnehmen. So. Und dann nehmen wir uns doch einfach hier eine Fackel raus. Yeah! Ja, sonderlich lange halten die aber nicht. Das ist besser als nichts. Zumindest für einen Teil der Strecke. Ich weiß gar nicht, ob ich damit auch zuhauen kann. Oh. Ja. Gut. Ah, nee. So. Die Fackel geht halt direkt aus. Ich verstehe das. Richtung stimmt grob. Ein bisschen weiter so. Boah, 3 nach unten. Ich komme nicht weit auf die Art und Weise. Vielleicht muss ich tatsächlich sogar noch ein Lagerfeuer im Freien machen, was aber auch nicht so einfach wird. Und ich natürlich gegen den Sturm laufe, was man an meiner überragenden Geschwindigkeit der Fortbewegung direkt sehen kann. Ich glaube, das macht keinen Sinn bei dem Sturm. Ich komme einfach nicht weit. Da habe ich ja sowas von gar keine Chance. Dann bleibt mir tatsächlich nichts anderes übrig, als drinnen zu warten. Ja. Ja, das heißt, ich muss hier warten. Zwangsläufig. Oh, halt. Warten. Wir warten mal eine Stunde. Okay. Wo ich es gerade so höre und ihr vielleicht auch. Die buddeln natürlich immer noch vor der Tür. Also gibt es weiterhin ein paar ungeplante Geräusche, die nicht wirklich zum Spiel gehören. Nun gut. Zumindest ist es heller geworden und der Sturm hat aufgehört. Das sind doch meine Fußabdrücke, oder? Ja. Okay, bis hier bin ich gekommen. Dann war schon ein Viertel meiner Temperatur weg. Das ist natürlich bedenklich. So, ich hoffe natürlich, dass jetzt Sturm und so weiter so lange aushält, nicht zu erscheinen, bis ich am Ziel bin. Da wäre ich sehr verbunden. Aber wirklich sehr. Wäre schön. Und da höre ich schon Wolfsgeheul, das ist nicht so gut. Ich werde auch einfach quer durch den Wald gehen. Ich glaube, das ist fast schon sicherer. Okay, okay. Alles schwierige Geschichte. Ein bisschen weiter rechts, da komme ich dann zu der toten Hütte. Wenn ich die sehe, weiß ich, halbe Strecke geschafft. Ist halt echt noch ganz schön weit, muss ich mal so sagen. Ich hätte was essen und trinken sollen vorm Loslaufen. Halte ich vielleicht doch mal an der toten Hütte an und stopfe mir da zumindest was rein. Geht ja dann doch ein bisschen derber nach unten, gerade dadurch, dass ich halt komplett überladen bin. Das beschleunigt natürlich den Verbrauch meiner guten Kalorien. Echt nochmal eine gute Strecke. Ich habe bis zu der Lagerhütte vom Damm aus, habe ich so überladen, eine komplette Folge gebraucht. Also knappe halbe Stunde. Das ist nicht ohne. Und das war ja nur die halbe Strecke. Das heißt, die Folge wird wahrscheinlich dann auch nur daraus bestehen, dass ich komplett zurücklaufe. Wird jetzt auch nicht so spannend, aber es bleibt halt notwendig. Bleibt halt notwendig. Die Hütte sehe ich da drüben. Ich glaube, ich biege aber nicht ab, sondern laufe so weiter. Da laufe ich so rum um den Fels. Aber wenn ich das richtig sehe, nimmt gerade massiv Nebel zu. Nebel stört mich jetzt aber ehrlich gesagt nicht so krass. Da bin ich jetzt nicht so pingelig. Das haut mir zumindest nicht die Temperaturen. Was schon mal vollkommen in Ordnung ist. Okay, ich werde mal die Gelegenheit nutzen. Ich werde dann einfach hier mal was essen und trinken. Ja, hau dir einen Snack rein. Noch ein. Okay, trinken. Kann ich das hier noch nachlegen? Hat auch noch ein bisschen Kalorien. Und das hier. Und da höre ich die Wölfe schon wieder. Was mäßig gut ist. Ich hoffe, mich überrascht keiner. Nebel hat natürlich jetzt den Nachteil, dass ich da jetzt nicht so sonderlich weit sehe. Ist fast wie Nacht. Ist das ein Baumstumpf? Ich hoffe, das ist ein Baumstumpf. Ja. Ist mir bewusst. Ich weiß auch, wo du schläfst, aber da brauchen wir noch einen Moment, um hinzukommen. So einfach ist das. Ob dir das passt oder nicht. Und da kommt sie wieder. Die depressive, tragische Musik, die uns aufzeigt, dass wir erschöpft sind. Viel auf diesem Weg hinter uns haben. Und trotzdem unsere Frau immer noch nicht gefunden haben. Unsere Ex-Frau. Die Liebe unseres Lebens verschollen. In den eisigen Weiten. Aber wir geben nicht auf. Niemals geben wir auf. Auf dem Weg, sie zu finden. Und wir werden alles tun, um sie zu finden. Dieser Gedanke ist der einzige, der uns weiter vorantreibt und einen Sinn aus all dieser Qual ziehen lässt. Oh shit, ich muss mehr nach rechts. Ja. Das heißt aber, ich muss da hochlaufen. Das ist eher so schlecht. Ich glaube, das da ist nicht so steil. Ich glaube, ich sollte hier so außen rum. Ich glaube zumindest, dass das nicht so steil ist. Beziehungsweise ich hoffe es. Aber so überladen wie ich bin, ich gehe davon aus, dass ich mir bald wieder anfange, irgendwelche Sachen zu brechen. Wenn ich hier die Hügel hochlaufe. Ah, es war trotzdem ein bisschen steil. Ich hoffe, ich komme überhaupt hoch. Ja, jetzt wird's steil. Jetzt ist es kurz nicht mehr steil, aber ich glaube, es wird gleich wieder steil. Aha. Ich warte nur drauf, dass es Knack macht. Okay, so grob stimmt die Richtung. Bisschen so vielleicht noch. Und jetzt muss ich hier runter. Und das langsam. Jetzt muss ich aufpassen, weil sonst würde der schnell gehen. Aber das kann ich mir nicht erlauben. Wenn ich mir sämtliche Knochen breche, dann nicht so gut. Und da geht's auch schon los. Verstauchtes Handgelenk, Schmerzen. Ich muss ja schnell runter. Hat mich ein bisschen erschrocken, als es geknackt hat. So, weil es so schön war, laufen wir da drüben nochmal hoch. Oh shit. Oh shit. Ich bin nicht mehr in der Lage, eine Waffe zu tragen. Verband. Verband und Schmerzzeug. Schmerzmittel. Verband. Okay. Ich habe aber noch meine Waffe, oder? Ja. Sehr gut. Okay, wenn ich so verwundet bin, kann ich die Knarre nicht mehr tragen. Die ist natürlich schwer und sowas, also das macht schon Sinn. Kurz Richtung checken, ein bisschen nach rechts muss ich. Das heißt, ich muss über diesen Hügel hier so oder so rüber. Es wird gleich nochmal Knack machen. 100 Pro. Oh, nicht gut. Und das da. Birkenrinde. Nehme ich einfach mal mit. So, jetzt muss ich hier runter. Und breche mir direkt das nächste. Nee, doch nicht. Ich bin leicht überrascht. Richtung checken. Ich laufe genau drauf zu. Wow, einfach nur wow. Ich bin auch so gut wie erledigt. Ich bin völlig erschöpft. Erschöpfter geht's gar nicht. Ja, doch schon, aber... Da ist die Holzhütte. Das heißt, da ist gleich... Die Jägerhütte. Das ist sehr gut. Ich leg mal die Waffe weg. Ich glaube nicht, dass ich die hier nochmal brauche. Jetzt im Moment. Weil hier war bis jetzt immer Ruhe. Da war nie wirklich was. Nicht mal Häschen oder sonst irgendwas. Hier war einfach wie eine Safe Zone. Ich würde nur gerne langsam sehen... Die Hütte. Das wäre echt ganz cool. Ah. Und da ist sie. Oh, traumhaft. Und mit dieser glanzvollen Musik erkennen wir, dass wir überleben werden. Dass wir es geschafft haben. Unser Leben gerettet ist. Aber die Qual damit weiter voranschreitet. In all seiner unendlichen Vielfalt und Unbarmherzigkeit. So, wenn ich da jetzt ankomme und der Dude ist tot, kriege ich schlechte Laune. Für den habe ich extra die Medikamente und so besorgt. Das wäre richtig Gacke. Was passiert eigentlich, wenn mein Müdigkeitsding komplett runter ist? Kippe ich dann einfach um? Ich schaffe das auf jeden Fall. Ich würde nur gleich mal Essen und so hier reinballern. Tüp, tüp. Essen. Hier, Kaffee. Oh, nee. Alle. Alle. Rein. Die Getränke hatte ich da auch alle drin. Hier, das drin und drin und drin. So, 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 so. Ja. Schön, schön, schön. Das Kaffee auch. Das Fleisch muss ich noch braten. Und wahrscheinlich dann auch gleich essen. Gut. Und rein da. Junge, ich bin zurück. Oh, shit. Oh, that's smart. Take it easy. You're pretty banged up. You're probably a bit delirious, too. I just gave you a shot of some heavy antibiotics. Might feel funny for a while, but it'll help. And you're gonna need some time to recover. Time? We don't have time. We need to get a message out. It's important. Message? You mean to your friend, asking for medical help? Never mind that. Help me up so I can look at the radio. Let's see if the parts you brought back are any good. That's a military shortwave, isn't it? Maybe. I know a bit about radios. That's not like any surplus I've ever seen. Damn it! Well, the parts look fine. So, whatever's wrong with the radio goes deeper than that. What could it be? Something to do with the power. Fuses. Transformers, maybe. We have bigger problems to deal with first. That bear's out there, hunting us. He's a smart old bastard. He'll keep us from getting out, getting supplies, finding help. Eventually, he'll either get us or starve us out. Ah! Oh. I gotta lay down. Help me back to the bed. Oh, natürlich. Ah, jetzt können wir mit ihm reden. Bär ist das nächste Richtige. Umgebung, Damm. Ja, fragen wir mal zum Damm. The dam was pretty busted up, like you said. Place was cracked open by the quake years ago and never recovered. Was already half dead at the time. Meaning? The dam dates back to the 60s. Industrialists from the mainland wanted to use it to power a mining town he was planning to build. But the bottom fell out of the price of coal, and he had to abandon those plans. Some fool tried to get it running again in the 80s, but then the forest talkers got involved, and that was the end of it. Pretty sure the quakes finished the job once and for all. Uh-huh. Waldflüsterer? So, who are the forest talkers? Eco-terrorists. Activists, some call them. Depends on who you talk to, I guess. Why are they out here? Well, they've been active for years. They come and go. Mostly here to throw a wrench in the works for a variety of resource projects, mining, forestry mainly. They want Great Bear to remain a pristine wilderness. You don't sound like you agree. Oh, I've no love for industry. But this is the way of the world. You have something they want. They take it. Nothing much you can do to stop it. Well, judging by what I saw in the dam, I'd say the forest talkers are still active. Well, that's good news for you. Keep your eyes open for supply caches they might have left behind. Ja, habe ich schon ein paar Infos zu den Verstecken. Can you tell me anything about where we are? Well, this whole area takes its name from Mystery Lake nearby. It's kind of a wilderness preserve, though you wouldn't know it from the logging trucks. Not much around there, apart from some lake cabins that'll be locked up for the season. You've already seen the dam. Railroad passes through the area. Trains come through once in a while. Fewer every year. Whole area's mostly dead. Most of the year. You sound like you like it that way. Yeah. I sure do. So, no other people living out here? You gotta understand. The collapse destroyed Great Bear. There's nothing here to stay for. You meet anyone out here? Chances are they're hiding from something. Or someone. And you? Why are you here? I have my reasons. Ja, die wahrscheinlich was mit dem Bär zu tun haben. What's this unfinished business between you and the bear? Ah, me and the old bear. Every time we meet, we make a little trade. And what do you trade? Each other's blood, mostly. Sounds like a losing proposition. Oh, I'm sure it will be. For one of us. Frau. The main reason I'm out here is I'm looking for someone. You won't find too many people out here. That's kind of the whole point. This is someone important to me. A woman. She may have passed through here a few days ago. She might have been injured. What makes you think she came through here? She passed through the tunnel leaving Milton, but then... I'm not sure. Well, the roads from Milton don't lead this way. Wherever she's headed, you'll have to cross the mountains to find her. Not an easy path, even for the most experienced outdoorsman. I'll do whatever it takes. Well, you won't get far with that bear on the prowl. What we need is to get my radio up and running, so we can find out what the hell is going on. Maybe someone out there has seen your friend. Okay, Ausdauermühle. Ja, nee, Ausdauermühle fragen wir nicht mehr. Wir sind nämlich am Folgenende angelangt. Die restlichen Gespräche führen wir dann natürlich in der nächsten Folge. Und schauen mal, was dann so ansteht als nächstes. Auf jeden Fall wohl wahrscheinlich das Radio reparieren und dass wir den Bär loswerden. Der jetzt wahrscheinlich, da wir die Story vorangetrieben haben, ein bisschen aktiver wird. Gehe ich mal so von aus. Ja, ich danke auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen, dabei sein und so weiter. Und ja, bis zur nächsten Folge. Bis dann und ciao, ciao. Station.